zurück zu Final Fantasy X-2 mit Robin und Lena. Wir sind hier in Reisebedarf, hier Donnerstöppelmäßig. Und... Das ist ein dicker Mann. Er ist hungrig. Verdammt. Das hätten wir wissen müssen. Ja, ist ja cool. Hallo. Herzlich willkommen. Marco, was haben wir denn? Bestimmt ein Blitzring. Ein Stromjuwel. Stromjuwel? Was bringt es denn? Addiert Strom zu Angriff und Abilities. Ach, das ist cool. Naja, kann man aber hier nach Donnerschippe aber nicht gebrauchen. Müde? Wie kommst du denn darauf? Wir haben doch erst 2 Uhr nachts. Derp, derp, dabbidi derp. Und weiter geht's. Wenn wir jetzt drauf gehen, bring ich dich um. Ne, ich schwör dir, ey. Oh nein. Dann du gehst Friedhof. Jo. Oh, eine Phönixfeder. Da haben die extra eine Truhe verbraucht. Mensch. Ich glaube, wenn man Glück hat, findet man auch Kaktoren. Ach, die. Die, wenn man genau hinsieht, wie ein Hakenkreuz aussehen. Das hat sich Square Enix dabei wieder... Ah, ne, war das schon Square Enix? Ja. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Alles Nazis. Wusstest du es nicht? Hitler ist eine geheime Spielfigur. Ach so. Seine Spezialattacke ist nein, 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 nein. Das kennt eh keiner, glaube ich. Hoffentlich. Also, obwohl. Ach komm, das müsste eigentlich jeder kennen. Er haut doch dauernd auf den Tisch. Nein, 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 nein. Oder das ist Nine Cat. Oh Gott. Ach, ist das schön mit so vielen Magiern in der Gruppe. Da geht das alles ganz schnell. Ganz chillig, yo. Besonders wenn man noch einen Weißmagier dabei hat, der gar nichts macht außer beten. Den Weißmagier. Aber ich finde, Pain hat einfach Stil. Ich weiß nicht. Wie oft willst du das noch sagen? Ich schon erwähnt, dass Pain Stil sie hat. Sie nervt. Was? Die macht doch gar nichts. Sie ist Emo. Ich wäre auch gern so wie Pain. Oh Gott. Aber ich glaube, ich bin eher so wie Rico. Verspielt? Nee, nee, nerv, nerv. Ja, das auf jeden Fall. Aber. Was? Aber. Läufst du auch so halb nackerlich rum? Nein. Hier meinst du, du läufst genau, du läufst ganz nackt am Strand rum. Ja, genau. Frei, frei, frei. Ja, und dann werde ich eingebuchtet. Das heißt, die Erregung öffentlichen Ärgernisses und was weiß ich, aber früher habe ich mal gedacht, das heißt Erregung in der Öffentlichkeit. Fast. So bescheuert. Ja. Ja, meine Freunde kommen erstmal in Erregung in der Öffentlichkeit. What's wrong, Cold Feet? Er regt mich hier auf was. Was? Regt mich hier auch auf. Erregung in der Öffentlichkeit, sie sind verhaftet. Aber diese Kostüme grenzen auch schon an Erregung öffentlichen Ärgernisses. Oh. Erregung in der Öffentlichkeit. Ach ja, stimmt. Erregung der Öffentlichkeit. No. Erregung der frühpubertären Öffentlichkeit. Los, fang ihn. Fang ihn. Dann töte ihn. Außerdem haut der Dörf immer ab. Oh. Mit der Kraft des Ra. Hey. Ich He-Man habe die Macht. Ja, ist ja gut. Das haben wir auch mal geguckt. Ich nie. Aber die ganz alte Serie. He-Man war voll schwul, der hatte einen Topfschnitt und ein pinkes Büchschen. Und er macht immer Hey, yeah, ist er nicht auf einen schwulen weißen Tiger geritten wie von Siegfried? Weiß? Er war grün. Oh Gott. Und der hieß Battle Cat. Battle Cat. Eine Kampfkatze. Wie unglaublich männlich. Mäh. Was soll er sonst nehmen? Köter? Klar. So ein Mops ist schon... So ein Dackel. Mopsi. Steht
dir nicht, was für ein Dackel so süß findest. Dackel sind total süß, die sind auch so kleine, flauschige Würstchen. Schlimm genug. Mit so Stummelbeinchen und die sehen so süß aus. Sind frech, stur und schwer zu erziehen. Das sind Jagdhunde. Das sind Mistviecher. Die sind voll süß. Ich denke jedes Mal, da läuft eine Currywurst rum. Oh, das ist total niedlich. Ja, als Welpe vielleicht, aber wenn sie älter werden, da habe ich diesen einen gehasst. Diesen einen. Nur weil du einen Dackel hast, sind alle Dackel scheiße. Der rammelt immer ein Knie. Oh mein Gott, zu viel Information. Ey, das Stein durchsteht. Als Welpe war er knuffig, aber jetzt ist er nur noch eine Nervensäge. Der war so richtig klein, also du hättest den toll gefunden. Da hättest du dauernd gesagt, oh, ein Wurst. Ein Wurst. Oh. Hier kommt der Frucht. Türen, du hast keine Lust mehr. Ach nee, ich wollte den Stein untersuchen. Oh. Da steht er doch und die sind in die falsche Richtung gelaufen. Da, er hat geleuchtet. Ach, einfach die ganze Zeit X drücken. Oder Viereck oder was auch immer. Leuchte! Ich glaube, wenn man die ganzen Steine aktiviert, dann kommen die einfach öfters. Aber was einem das bringt, keine Ahnung. Ich glaube, die bringen sehr viel EC. Das ist ein Kaktor. Die sind so wie die Tomberries. Die sind ultra mächtig, wenn die mit ihren 10.000 Nadeln angreifen. 10.000? Ja, es gibt einmal den 1.000 Nadelangriff und den 10.000 Nadelangriff. Ist man instant death. Och komm schon. Mädels. Gut spielen. So kann das doch nicht machen. So geht das aber mir. Nee, Scherze. Weißt du, was keinen Sinn ergibt? Das ist Feuer und Wasser bringt nichts. Tja, vielleicht verdampft das einfach. Das ist ein Eis. Ping. Ja, Feuer, genau. Genau das. Och man, macht Himmel da. Rico, zauber schneller. Jetzt kriegt der Eis da rein. Wo rein? In seinen Poshi. Nein, Panzerspalter. Ist wahrscheinlich gut gegen gepanzerte Gegner. You don't say. Captain Obvious schlägt wieder zu. Noch einer, der sagt schon, hier ist alles voll sicher und so. Boah, diese scheiß Zufallskämpfe. Oh, ich türme. What the fuck? Die waren voll scheiße. Und wenn ich versuche, den Platz zu machen? Ich habe Angst. Feigling. Nein, ich habe keinen Bock, der dauert bestimmt voll lange. Ich hätte meinen Panzerspalter ausprobieren können. Naja. Tja, kommt davon, wenn man so eine feige Sau ist. Ich arbeite als Fremdenführer und erkläre alles, damit sich hier niemand fürchten muss. Aha. Ja, einen scheiß Job machst du. Makalania-Wald. Trinkgeld gibt's nicht. Gibt nicht. Und wie lange ist der nochmal? Nicht so lang. Wahrscheinlich wieder 1000 Zufallskämpfe, endlos langer Weg und wieder ein verschwendeter Bad. They say it's affecting not only the lake, but the woods as well. Aber er sieht immer noch magisch aus. Aber er verschwindet langsam. Sie wollen nicht mit mir reden. Oh. Geht weg. Ich finde ihn immer noch so toll. Sehr schön. Woods will soon be no more. Mysteriös. Warum willst du nicht mal speichern? Warum sollte ich? Weil wegen deshalb. Sprechen wir was für Pussys. Wir Guado haben uns viele Feinde gemacht. Unser Volk hat Guado Salam verlassen und ist über ganz Bira verstreut. Tja, habt ihr euch selbst zuzuschreiben.
Dann speichere ich. Ihr habt den Führer, ich meine Seymour, gedient. Die hatten keine andere Wahl, das war der Obermacker da. Von Seymour müsste man mal einen Remix machen. What a pity. Also. Nur weil das der Spruch ist, der mir und dir in Erinnerung geblieben ist? Keine Ahnung warum. Mir ist der nicht im Gedächtnis geblieben. Mir schon. Bei mir irgendwie was anderes. Komm, wir machen diese Solaris-Waffen nochmal. Hier sind sie alle drin. Nicht. Ich krieg das nicht aus dem Kopf, wo er sagt, pitiful mortal. Seymour war ein Badass und ein Arschloch. Oder auch dieses Tier, was ich nie verstanden habe, immer dieses I am part of sin, I am one with sin. Und dann erst so ganz Flüsterton und dann auf einmal Immortal. Das kam so komisch rüber. Hat er immer so richtig so Immortal. Immortal. Aber ich fand seine letzte Form cool. Ich fand ihn voll uncool, weil er mich da einmal auf den Berg gegangen hat. Ja, schade, dass du ihn nicht mit Anima besiegt hast, da hätte er ja noch was gesagt. Das war ja seine Mutter. Die Mutter. Ja, nur ganz kurz. Er hatte gesagt, selbst du stellst dich mir in den Weg. So sei es. Wir mussten raus aus Gwadus Salaam. Oh, die tun mir schon leid. Mir nicht. Jetzt verschwinden die mit dem Wald. Der Wald ist ein Ort, an dem diejenigen, deren Tage gezählt sind, ihre letzte Ruhe finden. Kannst du nicht mehr lesen? Streich dich doch mal an. Ich kann so nicht lesen. Tu mal. Oh no, kill him now. Der tut mir voll. Oh, auf zum Himmel. Hi, Summoner Yuna. Forgive me for the grief I have caused you. Okay. How have you been? Well, with Lord Seymour gone, we Guado are hardly different from the dead. I have cancer. Was soll das denn? Das war nicht lustig. Many Ronso lost their lives at the hands of Lord Seymour. Those who survived swore vengeance for their fallen comrades. We Guado sealed ourselves away in Guado Salaam and strengthened our defenses. But soon we no longer had the strength for even this. Now we live among the shadows of these woods. Trouble. Hi, Summoner. Do not trouble yourself to show sympathy for the Guado. We once walked willingly with Lord Seymour, never questioning, even as he led all Spira into madness. Lady Yuna, I cannot ask that you forgive us. Tja, wenn man nicht selbstständig denken kann. That you forget us. Trauma. Ah, well, what brings the High Summoner to these woods? Well, I'm a sphere hunter now. A sphere hunter? We hunt spheres. You don't say. Das kam jetzt so geil rüber. Oh, ist sehr cool. You don't say. Score. Thank you. Oh, ja, genau. Was ist denn Sankyu? Ich wollte schon fast cool lesen. Das ist das Überspecial-Kostüm. Kostüm? Kannst du bitte vorlesen? Ich kann nicht mehr. Doch, streng dich mal an, Mensch. Streng du dich mal an, du machst hier gar nichts. Spezialkostüme. Wenn alle Kostüme auf der Kostümpalette anprobiert worden sind und daraufhin R1 auf der Kostümpalette gedrückt wird, verändern sich die Kostümsphäroiden. Es ist nicht möglich, in das Spezialkostüm zu schlüpfen. Ich hab das ganz vergessen, dass man das hier kriegt. Aber hey, was soll's? Trommel, lauf nicht weg. Aber er tut mir so leid, er war so niedlich. Du hast mit allem Mitleid und findest alles niedlich. Nein, aber der war so süß, wie er sich entschuldigt hat. Und dann tat er mir total leid. Oh, das war ja so süß. Ich wollte ihn knuddeln. Ich wollte ihn umarmen und trösten und sagen, nein, ist nicht schlimm. Ich nicht. Ich wollte sagen, geh weg. Ist auch ein Arschloch.
Ich kann das nicht leiden, wenn jemanden einfach blind folgt, ohne selbstständig denken zu können. Ja, aber er hat sich entschuldigt. Und toll. Weiß, dass das falsch war. Hat Spiro ja nur ins Verderben geführt und dann Entschuldigung. Er hat Einsicht, was er tut. Und ja. Er will ja sterben. Und dann einfach Entschuldigung sagen reicht nicht. Ach stimmt, das ist ja eingestürzt, ne? Ja. Letztes Mal. Mit uns mit. Nur mit dem Unterschied, dass Sin diesmal nicht umgekehrt ist. Richtig. Auf einmal Plot-Twist, er ist doch nur da. Hurra! Ja, was ich scheiße finde, du hast ja gesagt, diese Krater, die Sin erschaffen, mit diesen Laserstrahlen, da solche, die sind nicht da. Das ist irgendwie schon seltsam. Ja, das wär doch richtig cool. Dann könntest du sagen, ja, das ist durch Sin entstanden, diese Naturkatastrophe oder so. Tja. Oder diese Krater. Noah. Könnten sie ja sagen, Sin hat Spira nun diese Narben verpasst. Diese Krater kennzeichnen das persönlich. Ey. Hab ich das jetzt laut gesagt? Ach, man kann ihm hinterher. Wir müssen. Ja, ich habe fast gestorben gelesen, aber was ist denn los mit dir? Ja, mit Finde mir. Oaka, der auf der Flucht vor seinen Gläubigern ist. Vorsicht, er ist flinker als man denkt. Oaka in die Enge treiben, ja, ich weiß, wo der hinläuft. Er ist fett, der schafft das nicht. Ach, warte. Wir können voll trollen. Also, er ist dick und hat so einen riesen Rucksack und rennt so schnell in Yuna, ist schlank und knackig und läuft so langsam. Wie ein kleines Mädchen. Warte auf mich, dick du bist. Wir machen das Trollolol. Ja. Also, wenn ich mich nicht irre. Was ich öfters mal tue. Ich weiß. Da unten ist er. Jetzt können wir den bequemen Weg gehen. Okay, jetzt läuft er behindert. Jetzt können wir den bequemen Weg oben rum gehen und sind schneller als er. Och nö, die Sphäromasse. Och nö, nicht das Vieh schon wieder. Das ist voll doof, Mann. Doof, Mann. Oh, lach hin, ey. Doof, Mann. Nach 10 Jahren. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und dann neu da. Feuerreihe, probier mal Eis. Ich will aber nicht dran beißen. That was amazing. Hallo. Ich sollte lieber abhauen. That was totally amazing. Fuck. Hast du jetzt Feuer drauf gemacht oder was? So aus dem Jury. Und tschüss, wenn ich tot. Du bist so süß. Du hast uns ins Verderben geführt. Ich gar nicht. Alle stehen schuld. Ich muss mal diesen Sabber wieder aufschlürfen. Bah, wie gemacht, ey. So lade ich eigentlich dich ein, ey. Ohne Witz. Weil ich nicht dafür bezahlt habe, schon vergessen. Was? Schön wär's. Ich finanziere dir dein Studium. Schön wär's. Das ist auch viel zu teuer. You don't say. You don't say. Das kam einfach gerade so geil rüber. Das war episch. You don't say. Das war so richtig trocken und genial. So heißt auch der Part dann. Wenn wir jetzt auch noch einen finden, der Trollolol sagt, dann rast mich aus. Trollololololol. Nee, glaub nicht. Tja, gut gemacht. Ach, da ist er ja. Der kann aber schnell rennen. Und Juna, warte, lass dich ticken. Ah, das kennst du das Spiel Tick nicht? Nein. Tick, du bist. Das hieß früher Fang. Oh, dein Fang. Zu meiner Zeit. Du bist nur ein paar Monate älter als ich. Zu meiner Zeit hieß es noch so. Oh, auch fresh die zu machen. Ich hasse Cold Mirror. Das ist meine Version. Na, heute kommen aber viele Leute hier vorbei. Was meinst du? Wo ist der Spacken jetzt? Komm runter, Mietz, Mietz, Mietz. Auf die Feuerwehr.
Hello, Rockle, at your service. Klappe. Nur die Katze kratzt nicht oder beißt nicht, sie setzt sich auf dich drauf. And business sank with it. Just my luck. Now the Albert have come to collect and are not in a mood for excuses. Think ye could give old O'Walker a place to lay low? For a while? I'll find a way to make it up to ye, I promise. What do you think? Sounds like he's in trouble. Also ich wäre ja dafür, ihn aufs Schiff zu nehmen. Von dem können wir auch dann noch was kaufen. Nein, du machst nicht den Albert immer geben. Wollte ich doch gar nicht. Drück jetzt einfach X. Thank you. Danke, Mädels. Er hat nur thank you gesagt. Nee, thank you, girls. Ich meine, thank you, girls. Thank you, girls. Thank you. Is this the right way? Oh, hör auf. Dieses typisch deutsche schlechte Englisch. Oh ja, yeah. Ja. Wie viel haben wir noch? Wie viel Zeit? Warte. Ah, Zeit ist um. Dann mal speichern. Okay, dann werden wir uns das nächste Mal... Du gehst jetzt speichern. Sonst vergisst du es schon wieder. Dann gucken wir uns das nächste Mal einfach nach der Karte. Glaube ich, ist Picanel dann dran. Dann werden wir erstmal im Sand buddeln gehen. Du meinst, das ist eine Hauptquest oder was ist das? Das ist keine Hauptquest, aber das ist eine Hauptneben-Haupt... Halt den Rand und sag einfach, das ist eine Nebenquest. Okay, ist eine Nebenquest. Ah, ich bring dich um. Nein, tust du nicht. Doch. Leere Versprechung. Und hoffentlich können wir uns nächstes Mal dieses Kostüm ansehen. Kostüm? Die haben doch ein neues gekriegt, oder nicht? Ach so, ja. Ah, bist du dumm? Bist du dumm? Hör auf mich dumm zu nennen. Was bist du für ein scheiß Gedächtnis? Zankyo. Von Train. Zankyo. 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 Naja, wie auch immer. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also, tschüss.